Ja, leider ist das Spiel gerade wirklich ein bisschen abgestürzt. Ich habe mich jetzt nochmal an die Stelle zurückgekämpft. Ich hoffe, wir kommen noch ein kleines bisschen weiter. Es wird aber allerdings jetzt ein bisschen schwierig. Ich hoffe, so ungefähr an dieser Stelle waren wir. Ja. Mal schauen, ob es jetzt noch ein bisschen besser wird wie gerade. Kämpfen wir uns mal vorsichtig durch. Da kam, glaube ich, das Ding runter. Machen wir erstmal die Ameise kaputt. Und dann schnell hier rüber. Und dann noch die nächste und die nächste Spinne. Ja, so ganz einfach waren die Welten jetzt leider nicht mehr. Für die Pros wahrscheinlich schon. Oder die, die nichts anderes gespielt haben früher. So ist es wahrscheinlich mit mir bei Mario World 2, Super Mario World 2. Zumindest habe ich jetzt ein bisschen was zum Schießen mit der Blume. Na gut, wenn ich runterfalle, bringt es alles nichts, aber... Springen wir doch drauf. Wenn die Spinne nicht will, fällt da noch was von der Wand. Ich weiß es nicht genau. Und wieder das Ganze mit den Steinen. Ein bisschen schneller. Gucken wir mal, wann der nächste Stein kommt. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Können wir hier rein? Nein. Ich bin doch hochgesprungen, weil ich mir gedacht habe, es explodiert gleich. Ach, hier kommen wir rein. Ja, hier waren wir gerade auch schon. Ich kann mich erinnern. Wenn nicht, schneide ich so zusammen, dass da nicht so viel fehlt zwischendurch. Beziehungsweise nicht so viel Doppeltes zwischendurch. Bin mir da, wie gesagt, nicht mehr ganz so sicher gewesen. Ich habe mich da gerade ein wenig drüber aufgeregt. Ach, mit den Äpfeln wieder. Oder was auch immer das sein soll. Es sah immer aus für mich wie ein abgeklammerter Apfel. Komme ich da noch hoch? Leider nicht mehr. Aber wir haben dieses Level geschafft. Yeah! Aber einfacher wird es leider nicht. Das Ding ist, ich weiß auch gar nicht mehr jetzt hier genau, wie es weitergeht, weil so weit habe ich meistens nie gespielt. Beziehungsweise bin ich so weit gekommen. Jetzt kommen ja auch noch die Steine auf mich zugeflogen. Nicht so nett. Ich wollte da oben so gerne rein. Ich habe gedacht, ich kann mich vielleicht auf den Rand stellen. Okay, jetzt starte ich dahinter. Nicht so nett. Die Spinne bleibt da unten. Und noch eine Spinne. Vielleicht haben wir ja mal wieder einen Pilz drin. Nein, leider nicht. Oben lang, unten lang, ich weiß es nicht so genau. Und schon wieder die Stage. Na, lassen wir lieber. Ich möchte nicht unbedingt in die Zacken fallen. Ich habe mir gedacht, wenn das Ding auf dem Rückweg ist, dann muss ich runter. Und was mache ich? Ich springe vorher drauf. Und dann muss ich da links hoch. Ich wollte direkt auf dem anderen. Aber so geht es wahrscheinlich nicht. Dann gehen wir auch auf den Rückweg drauf. Nein! Ärgerliche Stelle, ärgerlich. Sieben Versuche habe ich noch. Manchmal springt der mir nicht hoch genug. So, jetzt sind wir zumindest hier drüber. Mal gucken, was jetzt auch nicht wieder dieser fiese Flugkopf. Sieht aus wie eine laufende Kartoffel, was auch immer es sein soll. Wahrscheinlich so ein
Kopf hier. Gucken, ob wir hier noch einen Pilz drin haben. Tatsächlich. Aber der geht ja nicht weg. Der müsste wieder zurückkommen. Zack. Zumindest wieder ein bisschen Puffer. Wird wahrscheinlich gleich direkt wieder weg sein, aber... Ach, jetzt kommt der nächste Gegner. Ich weiß nicht, wie er funktioniert, ehrlich gesagt. Ganz einfach, hinten durch. Zack. Da haben wir tatsächlich noch die nächste Welt geschafft. Ich freue mich. Sehr gut. Und mal wieder eine Prinzessin gerettet. Die jetzt zu einer Spinne mutiert. Leider nur eine Blume. Ich weiß gar nicht, wie viele Welten es genau gibt. Komme ich hier hoch? Ja, aber ich kann vielleicht hier hoch schießen. Hm, da auch nicht. Probieren wir gleich nochmal. So. Ne, dann vielleicht von der Seite. Zack, zack, zack vielleicht. Ja, so geht's auch nicht. Doch. Ein bisschen zumindest. Auch nicht mit Anlauf. Mal schauen, wie es... Vielleicht so? Nein, leider nicht. Das kostet ein wenig Zeit. Oh, gut, ein paar haben wir noch mitgenommen. Und nochmal eine Blume. Hier vielleicht rein. Oder hier? Nein. Nein, wie ärgerlich. Das hat uns erwischt. Vielleicht haben wir oben ja direkt eine nächste Blume. Nein, leider nicht. Aber ein Pilz! Einfach schnell drüber hinweg. Wenn es schnell gehen soll, geht es meistens daneben. Da steht's da auf und piekst mich in den Rücken. Vier Leben haben wir noch. Das ist leider wieder eine Stelle, die nichts für mich ist. Wenn es einmal nicht läuft, dann läuft's nicht. Es wäre gut, wenn ich hier mit meiner Blume durchgekommen wäre. Dann hätte ich das Problem jetzt gerade nicht so sehr. Dann warten wir nochmal ein bisschen. Da unten ist schon wieder die nächste Hexe. Gucken wir mal, aber die ist da eingesperrt. Die sollte mich nicht verfolgen. Kommen wir hier rein? Nein. Sollte auch eingesperrt sein. Ja, und dann bleibt sie auch bitte. Okay, die kommt nicht mehr raus. Tierchen kommt wahrscheinlich gleich genau dann zurück. Ja, wenn die schießen. Ich sehe es schon kommen. Naja, hat gerade so gepasst. Ist wahrscheinlich gleich das nächste Tierchen.
Zwei Versuche sind noch übrig. Und ich mach gleich wieder den nächsten Fehler. Heieieiei. Komm, ich war doch eigentlich schon fast drauf. Unser letztes Leben. Wird uns die Hexe kriegen? Ja, sie wird uns bekommen. Okay, einmal darf ich scheinbar noch. Ja, leider war es das nicht. Game over. Immerhin zur Stage 4.1 gekommen. Ich hoffe, das hat euch dann trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Retro-Fever-Folge. Bis dahin. Ciao.